Mein Name ist Peter Dietrich, bin bei der OMV Deutschland für Brandschutz und Werkschutz zuständig und decke praktisch beide Bereiche ab. Einmal Brandschutz, Security und natürlich, was ebenfalls mit dabei ist, das ganze Notfallmanagement. Wenn man hier Brandschutz denkt, wenn man als erster an der Feuerwehr einsetzt. Aber das Wesentliche eigentlich ist bei so einem Großprojekt, bei so einer Abstellung, sind die vorbeugenden Maßnahmen. Das heißt, dass wir sehr viel in die Anlagen draußen sind, hier vorbeugend tätig werden und hier entsprechend auch draußen Beurteilung durchführen, wie eben die zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sind. Als erster muss auf unserer Partnerfirma eigentlich entsprechend ausgebildet sein. Dann kommt der Mitarbeiter, meldet sich vor allem beim Werkschutz. Da muss er sich legitimieren, also die Legitimation überprüfen wir, schauen, ob der entsprechend versichert ist. Und dann muss er bei uns eben diesen Sicherheitstest durchführen. Das heißt, das ist ein Formular, das sind 40 Fragen. Diese 40 Fragen muss er dann beantworten in einen Schnelltest. Und wenn er die dann bestanden hat, dann bekommt er von uns einen Werksausweis und wird dann darf er noch nicht das Werksgelände betreten, sondern er wird abgeholt. Und dann ist er im Werk, muss dann nochmal unterwiesen werden durch unsere Partnerfirma. Und dann kann er erst raus in der Anlage arbeiten. Shutdown bedeutet, dass die Anlagen entleert sind und damit steigt das Risiko. Es sind sehr viel Personal in den Anlagen. Es wird sehr viel handwerkliche Tätigkeit durchgeführt. Und durch die handwerkliche Tätigkeit steigt natürlich die Gefahr, dass es zu Verletzungen kommt. Und was ich natürlich sagen muss, ist natürlich die großzügige Unterstützung durch die Geschäftsführung, dass wir auch wieder während der Abstellung hier einen Rettungsdienst zur Verfügung haben. Das heißt, wir haben ständig über 24 Stunden einen Rettungsassistenten. Hier im Werk und ein Rettungsfahrzeug, wieder ein Rettungswagen im Werk. Bei uns im ganzen Werk, das ist eigentlich Teamarbeit und es macht Spaß, im Team hier entsprechend tätig zu werden und im Team hier diese Aufgaben zu bewerkstelligen. Das ist so, wir hatten früher alle 5 Jahre hier diesen Shutdown. Mittlerweile ist durch das hohe Sicherheitsstandard, was wir hier in der Raffinerie haben, hat sich der Shutdown auf 7 Jahre verlängert und ich bin jetzt seit 26 Jahren hier in der Raffinerie und bin seit 12 Jahren hier Leiter Brand- und Werkschutz. Meist sehr viel unterwegs und gerade wie Feuerwehr, da passiert es natürlich auch, dass es einmal länger dauert, bis man nach Hause kommt. Und das Erste ist, dass man sich wieder mehr Zeit nimmt für seine Familie. Aber das Nächste, was ist, ich freue mich schon wieder auf die nächste Herausforderung und das ist die Betriebnahme Buttermax.